Moin aus Hamburg, es ist wieder Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Wir haben den 31. Januar, kurz bevor es in den Februar geht, sitze ich hier mit meinem Kollegen Lars Wichert auf dem gemütlichen Sofa. Absolut, und ich bin Nils Wiesert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und freue mich wahnsinnig, dass wir uns heute hier treffen, um diesen Podcast aufzunehmen. Denn es ist einiges passiert in der Triathlon-Welt. Es gab ein paar News, die auch uns beide betreffen, dich sportlich, mich emotional. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir erst noch mal ein bisschen Werbung machen. Unser Werbepartner der heutigen Episode ist AG1. Wir haben nämlich noch Januar und das ist die beste Zeit, das wissen wir alle, um mit neuen Routinen zu starten, die einem gut tun. Und AG1 könnte so eine neue Routine werden. AG1, wenn ihr uns länger zuhört, kennt ihr das schon. Das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, die eure Nährstoffversorgung unterstützen. Zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und. AG1 ist ein Pulver, was die effiziente Aufnahme im Körper erleichtert, wenn ihr es auflöst. Und das Ganze geht ganz einfach. Ihr nehmt einen Messlöffel von oder ein Travel Pack und packt das in 250 Milliliter Wasser, löst es auf, bereitet euch einen Smoothie zu, ganz wie ihr das mögt und macht das am besten zu eurer Routine im neuen Jahr. Also ganz nach eurem Geschmack, wie ihr das mögt, könnt ihr euch das anmixen und es ist auch ganz egal, ob ihr Profisportler seid oder Alltagsheld. Wenn ihr euch was Gutes tun wollt, wenn ihr eure Ernährung unterstützen wollt, sei es Paleo, Keto, Vegan, egal wie ihr unterwegs seid, alles möglich mit AG1. Und für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat hat AG1 ein besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreens.com/carbonlaktat bekommt ihr nicht nur die praktische Shakerflasche und die Aufbewahrungsdose, sondern auch 5 der angesprochenen Travel Packs für unterwegs, damit man nicht immer die große Besteckpackung mitnehmen muss, sondern eben kleine Tüten. Und ein weiteres Plus, das gibt es auch noch dazu, einen ganzen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Wenn ihr das bestellen wollt, dann ist das alles komplett risikofrei, denn es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. No questions asked steht bei AG1. Also, wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr es zurückgeben. Habt kein Risiko, wenn ihr euch dieser neuen Routine, wenn ihr euch die zu eigen machen wollt. Und den Link zu diesem Angebot und zu vielen weiteren Informationen über AG1 findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Ja, Lars, es ist einiges passiert so in den Tagen, obwohl noch gar nicht große Rennaction ist, aber wir fiebern natürlich alle darauf hin. Wo starten die Leute bei, wo geben sie ihren Saisoneinstieg und was machen sie? Und einer, auf den wir natürlich und auch Triathlon Deutschland guckt, ist Sebastian Kienle. Der befindet sich auf Abschiedstournee auf seiner, in seiner letzten Saison und hat natürlich jetzt vor ein paar Tagen einen echten, wie ich finde, einen echten Kracher rausgehauen, was seinen Rennkalender angeht. Lange Rede, kurzer Sinn, der startet beim Norseman. Ich könnte jetzt fast sagen, es wird heiß, aber vielleicht beim Norseman nicht unbedingt. Man weiß es nicht. Es hängt ganz davon ab, wie es oben auf dem Hardanger wieder aussieht. Ja, hat er so eine kleine Bombe platzen lassen, hat gesagt, er ist beim Norseman dabei. Mit der startet er jetzt in dem Sinne den Down Under mit der Challenge Wanaka und dem Ironman Neuseeland eigentlich so in seine Abschiedstour rein. Und wie er selber auch gesagt hat, war es jetzt so, dass der Norseman nicht unbedingt so auf seiner Liste stand, wenn er seine Abschiedstour angeguckt hat. Aber wie so viele, glaube ich, hat ihn da dann doch so ziemlich der Spirit der ganzen Videos, der YouTube-Videos gepackt, sodass er da dann gedacht hat, okay, vielleicht ist das doch ein Rennen, was auf jeden Fall auf meiner Bucketlist stehen muss, um ja, das Jahr wirklich so zu beenden. Ja. Und dadurch, dass er auch gesagt hat, 2023 ist sein letztes Triathlon-Jahr, danach will er nichts mehr machen, also muss alles rauf, was noch gemacht werden muss. Es muss jetzt alles stattfinden, ja. Ja, ganz interessant, ich habe ihn tatsächlich auf Hawaii auch danach explizit gefragt, weil er auch schon öfter, und er ist ja auch schon so ein Athlet, der auch sowas schon öfter mal gemacht hat, irgendwie andere Formate, war beim Cape Epic dabei, Crazy Mountainbike-Rennen, das du auch erlebt, durchlitten hast. Und da hat er tatsächlich noch gesagt, ja, nee, so kann er sich eigentlich nicht vorstellen. Oder
also die Frage ist ihm tatsächlich öfter gestellt worden und er hat eigentlich immer darauf gewonnen, auf keinen Fall, weil das nicht so richtig reingepasst hat und er auch immer noch so ein bisschen mit dem Imbro-Man geliebäugelt hat, ein Extremrennen in Frankreich. Aber dann kam es so, dass die findigen Organisatoren des Now the Man sich an ihn gewandt haben und ihm tatsächlich gesagt haben, wir müssen noch gar nicht so viel reden und so weiter, guck dir erstmal die Videos an, mach dir erstmal ein Bild. So hat er es uns geschildert und dann saß er halt auf der Rolle und hat ein Now the Man Video nach dem anderen geguckt und danach ging es ihm, wie gesagt, das wie so vielen, er war am Haken. Er war am Haken. Ja. Man kann natürlich aus der Profisicht wie bei ihm so ein bisschen verstehen, dass es vielleicht nicht unbedingt so in die Saison passt. Einmal vom Zeitpunkt her in der normalen Saison. Zudem ist es auch ein Rennen, wo es kein Preisgeld gibt, keine Live-Übertragung. Also alles nicht ganz so, wie es der Profi haben möchte und was für die Sponsoren gut ist. Aber ich kann ihn da komplett verstehen. Also ich meine, wir hatten ja auch drüber gesprochen. Ich habe mir die Videos angeguckt. Und ich habe das ganz häufig, auch bei beim Cap Epic war es bei mir genauso. Ich habe dann da irgendwie so ein paar Videos mir angeguckt, wo Zusammenschnitte drin waren und geile Musik oder jetzt auch das letzte Video, wie das man für dieses Rennen einfach nicht gemacht ist, so in die Richtung. Ja. Das catcht einen dann schon ziemlich und auch wenn da vielleicht so am Anfang so der Gedanke von so einem Adventure Race ist, wie er da gesagt hat, dass da so der Gedanke hintersteht, es ist einfach, glaube ich, am Ende eine richtig, richtig harte Langdistanz. Und wie er auch im Video gesagt hat, und da kannst du definitiv auch mal noch was dazu sagen, weil du bist ja so derjenige, der da auch ein Porträt über jemanden geschrieben hat, der da ziemlich bekannt ist in Norwegen. Ja. Er geht da an den Start, um zu gewinnen. Was ist deine Einschätzung? Genau, da müssen wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Ja, du hast die Videos angesprochen, da vielleicht noch eine Dings. Es war tatsächlich bei mir genauso. Also meine Erfahrung, oder ich hatte schon mal vorher was davon gehört, aber ich konnte mir nicht so richtig ein Bild machen. Und ich habe 2015 in Rot meine erste Langdistanz gemacht und war quasi so, oh, ich bin Langdistanz-Triathlet jetzt. So, ne? Ich habe es geschafft, ich weiß. Und da hat mein damaliger Kollege gesagt, immer, hast du das gesehen hier? Und hat mir das Video von der 2015er Ausgabe gezeigt. Bad to the Bone hieß das. Und ich weiß noch, dass ich da mit offenem Mund vor dem Bildschirm gestanden habe, als ich mir das Video angeguckt habe. Und vielleicht, wenn ihr uns jetzt zuhört, ihr könnt ruhig auf Stopp drücken einmal und euch dieses Video angucken, dann wisst ihr, von was ich rede. Aber dann auch wiederkommen. Bitte nicht alle Videos gucken. oder später. Das haben sie natürlich schon damals, das hat Millionen Aufrufe mittlerweile, es ist richtig, für damalige Zeit schon richtig, richtig gut, das ist jetzt ja schon auch durchaus ein paar Jahre her, es ging ja auch weiter, Video-Content-Produktion, aber das war wirklich auf so einem hohen Niveau und du siehst, da werden diese Emotionen so eingefangen, was dieses Rennen ausmacht und dieser Wahnsinn, da hochzukommen, du siehst einfach Menschen, die mit leichten Klavierklängen unterlegt, einfach nur schreiend ins Ziel kommen, also vor Schmerzen schreiend, alle weinen quasi, die kommen, versuchen sich nochmal zu einem Lächeln zu zwingen, aber alle sind einfach echt komplett, komplett am Ende. Und man stellt sich trotzdem irgendwie, eigentlich normale Menschen müssten sich die Frage stellen, warum zur Hölle sollte ich mir sowas antun wollen? Aber wir sind alle ein bisschen anders, wir ticken alle ein bisschen anders und sagen so, geil, will ich auch. Und so ging es halt jetzt auch Sebastian Kienle. Und ja, aber natürlich ist er natürlich in einer ganz anderen, er will da nicht nur mitmachen, sondern er, was soll er auch sagen? Ich meine, klar, alle freuen sich natürlich, also auch seine Gegner, die da an den Start gehen. Und du hast es gerade angesprochen, es ist ja quasi eigentlich gesetzt, dass ein Norweger gewinnt. Das ist ja das Gesetz des Norseman. Und da gab es natürlich schon Unterschiede. Allan Hoff, da hast du von angesprochen, gerade in der Triathlon 207. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten, habe ein Porträt über ihn geschrieben. Der hat das Rennen dreimal gewonnen, war 10-mal, glaube ich, am Start mittlerweile. Der kennt das in- und auswendig und der hat gesagt, eins seiner großen Ziele ist das natürlich auch nochmal zu gewinnen. Der freut sich wahnsinnig auf einen Athleten wie Sebastian Kienle. Hat ihm sogar Hilfe angeboten auf Instagram. Hat gesagt, wenn du Fragen hast, ne, don't hesitate to ask. Sprech mich einfach an. Ich helfe dir. Und ein anderer Name ist John Breivold, der amtierende Streckenrekordhalter. Im letzten Jahr aufgestellt und das ist eigentlich auch so. Ich bin jetzt nochmal durch die Zeiten durchgegangen. Also für alle, der
Jon Breivoll ist 9 Stunden 23, 28 für die gesamte Strecke. Also es ist auch ein, in Anführungsstrichen, ein ganz normaler Langdistanz. Also 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 ja. Kilometer Rad und dann den Marathon am Ende. Wobei die Radstrecke halt auch schon 3.800 oder knapp 4.000 Höhenmeter enthält. Der Marathon ist so, dass man einen Halbmarathon halbwegs in der Ebene läuft und dann, darüber hatten wir neulich auch gesprochen, erstmal in den Zombie Hill einsteigst, was so knappe 16 Kilometer sind oder 17, bevor es dann in die Geröllwüste geht. Da hat es mir dann auch schon die Nackenhaare aufgestellt, weil ich das immer so ein bisschen, ich habe immer gedacht, so die letzten 4 Kilometer sind dieser Zombie Hill. Und wenn man sich jetzt einmal vorstellt, diesen Marathon läuft der immer noch in 3 Stunden 35. Also das ist einfach so unfassbar schnell und im letzten Jahr waren auch echt richtig schlechte Bedingungen zu Beginn. Also Temperaturen wirklich um den Gefrierpunkt und Regen, Nebel ohne Ende. Und der war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fast eine halbe Stunde schneller auf dem Marathon als der zweitschnellste Marathonläufer. Also er hat auf jeden Fall die Bestzeit auf dem Kurs um eine halbe Stunde gedrückt bei dem Rennen. Und das Interessante ist ja, das sind ja Namen, die, wenn man jetzt, also klar, wenn man bei den Stats bei der PTO guckt, dann tauchen sowohl Alan Hofter als auch Jon Breivoll tauchen auf. Aber man würde jetzt denken so, naja, aber irgendwie so Mittelklasse-Profis, die irgendwo so, aber das zeigt halt auch, wie anders der Norseman ist und wie man gestrickt sein muss, um da erfolgreich zu sein. Als Vergleich zum Beispiel, Breivoll hat den Ironman Tallinn gewonnen damals overall. Das war sein, ähnlich wie bei Alan Hofter, die scheinen irgendwie anders zu ticken. Der quasi einen seiner ersten Triathlons, den Norseman gemacht hat, hat der erste Triathlon bis auf eine kleine Probesprintdistanz von Jon Breivoll war der Ironman Tallinn. Und den er dann auch quasi aus dem Stand gewonnen hat. Und auch overall, also es war ja ein Age-Grupper-Rennen, deswegen, ne, aber das sind schon, der ist sehr, sehr, sehr stark auf dem Rad. Das hat auch Alan Hofter mir gesagt. Der hat gesagt, so, dass sein Problem wird, den auf dem Rad zu killen, weil der hat halt auch Profi-Radfahrer-Vergangenheit oder Semi-Profi, wie man das auch nennen möchte. Und das sind harte Brocken und ich frage mich tatsächlich, wo Sebastian Kienle da landen kann mit seiner ganz normalen, in Anführungsstrichen, Triathlon-Erfahrung, die er natürlich, da hat er denen natürlich was voraus. Der weiß, was Wettkampf bedeutet, der weiß, was es heißt, um Siege zu kämpfen und so weiter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er weiß, was es heißt, den Zombie Hill zu laufen. Das glaube ich auch. Also so... So, also er wird sich darüber Gedanken gemacht haben, aber ja. Oder macht es jetzt auf jeden Fall. Vielleicht hat er sich auch erstmal angemeldet und dann nochmal geguckt, was es alles bedeutet, weil diese Rulebook, das man lesen muss, ist auch nicht, man liest es wirklich einmal oder es steht ja auch am Anfang da, liest es einmal, liest es zweimal von oben unten und von links nach rechts. Da findet man immer wieder was Neues. Ich finde auch interessant, es ist ja auch ein Triathlon oder eine Langdistanz, wo man sich noch mehr auf seinen Support verlassen muss, als man es sowieso schon macht. Also da ist die Verpflegung und alles Mögliche wirklich nur mit dem Support möglich, der einen da unterstützt. Die letzten 4 Kilometer, also in dieser Geröllwüste, müssen zusammengewandert oder gelaufen werden. Also es ist definitiv so, dass er da auch jemanden finden muss, der ja ähnlich leistungsstark ist, auch wenn er noch nicht diese vielleicht 8 oder 9 Stunden von der vorigen Distanz in den Knochen hat. Aber das ist definitiv eine Sache, wo man sich ja Gedanken machen muss und wo er sich auch Gedanken machen muss, wen man da als Support nimmt. Aber es ist halt wirklich die Frage, ob Breivoll auf der Strecke zu schlagen ist. Ja. Also das ist eine richtig interessante Sache. Es gibt jemanden, ziemlich Prominentes, der sagt, das ist nicht der Fall, nämlich Arild Tveiten, der Cheftrainer der Norweger. Der hat im Interview ganz klar gesagt, sein Zitat war, ich kann mir keinen internationalen Athleten vorstellen, inklusive der Top 10 auf Hawaii, die Breivoll auf diesem Kurs schlagen könnten.
Eine kleine Ausnahme macht er. Man muss schon ein Kaliber sein wie Christian oder Gustav. Den würde es tatsächlich zutrauen. Interessanterweise sagt Breivoll das ähnlich. Er sagt, Gustav Iden, glaubt er, würde ihn schlagen. Bei Christian Blumenfeld wäre er sich da nicht so sicher, weil er nicht weiß, wie gut er bergauf laufen kann. Dass Iden bergauf laufen kann, wissen wir. Gut, seit St. George würde ich auch sagen, dass ein Christian Blumenfeld auch ganz gut bergauf laufen kann. Das würde ich auch, würde ich so unterschreiben, das halte ich überhaupt gar keine Probleme, aber interessanterweise, ne? Also, aber das sagt ja was aus. Also ich meine, der hat ja auch viele Leute kommen und gehen sehen und kennt sich auch, ist selber Norseman-Finisher, Twiden. Und begleitet das Rennen von Anfang an. Und der ordnet die halt schon so ein. Er sagte, dass das gerade im letzten Jahr, dass ihn die Leistung von Breivoll da extrem beeindruckt hat. Und der ist auf jeden Fall mental da, der ist topfit. Die sind komischerweise, also Selbstbewusstsein scheint in Norwegen kein Problem zu sein, da kommen wir später nochmal zu. die sind sich alle sicher. Also auch Jon Breivoll hat auch gesagt, also seine Vorhersage ist für das Rennen, dass es halt bis zum Zombie Hill spannend wird. Und dann, wie hat er sich ausgedrückt, wird der Kienle eine Lektion im Bergauflaufen erteilen. Und seine Vorhersage ist, dass er Sebastian Kienle oben die Waffeln und die Sahne auf den Waffeln reichen wird, wenn er als Zweiter ins Ziel kommt. Das ist die Frage, wie findet Alan Hofter das, wenn er hört, Zweiter, okay, ja, schauen wir mal. Definitiv auch noch eine neue Motivation für Alan Hofter. Lustig ist, zum Beispiel Timo Bracht war letztes Jahr am Start, 5 Jahre nach seinem Karrierenende hat er das auch gemacht, da wurde er zum Beispiel 7. Also auf jeden Fall auch schon mal so eine ganz gute Leistung. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ich auch noch am Start bin. Da wäre ich natürlich drauf gleich gekommen, Lars. Ja. Ich habe hier nämlich stehen, Gegner für Kienle, John Breivoll, Alan Hofter, Lars Wichert, Also ich glaube, John Breivoll und Alan Hofter werden mir definitiv auch eine Lektion im Zombie-Hell geben, wie man bergauf laufen wird. Also mein Ziel, und das ist vielleicht auch noch so schon die Überleitung, wenn man in die T207 guckt, da haben wir ja alle so Ansagen für die Saison definiert, wo bei mir auf jeden Fall auch der Norseman mit drin steht. Und für mich wäre es, glaube ich, ein Riesenerfolg, unter die Top 10 zu kommen. Also das ist natürlich immer so schwer zu sagen, ja. Platzierungsziele hier und da, aber irgendwie mache ich es dann doch ab und an so an den Platzierungen aus und so Top 10, dass man da vielleicht sogar einstellig wird, das wäre ein Riesending, aber ja, wie ich aus Kona weiß, hat so eine Langdistanz ja viele Höhen und Tiefen und beim Norseman dann auf jeden Fall mit der Beendigung auf dem Berg, also hoffentlich dann mit einer Höhe, ist das auf jeden Fall so ein Ziel, aber ich mache mir da keine Gedanken, dass ich da irgendwie Sebastian Kienle angreifen kann. Da wird er mir beim Schwimmen auf jeden Fall schon ein paar Minuten voraus sein. Mal gucken, ob ich eventuell dann ein ähnliches Radleck hinlegen kann wie John Breivoll im letzten Jahr, der eine 4,45 gefahren ist. Mit den Höhenmetern wäre das schon, glaube ich, so ein Ziel. Wenn man da so eine 4,45, 4,50 vielleicht hinkriegt, dann ist man da ganz vorne mit dabei beim Fahrradfahren auf jeden Fall. Und dann kommt es echt drauf an, wie der zweite Teil vom Marathon läuft. Da wird es drauf ankommen. Also er hat angesprochen darauf, was er glauben würde, zu was er so in einem flachen Marathon in einem Triathlon in der Lage wäre zu laufen, hat er gesagt, er würde so schätzen, so 2:40 wäre das, was er da hinlegen könnte. Gut, das nehmen wir so hin. Das können wir annehmen. Ja, aber klar, also wenn du dir eine 3,35 mit den Höhenmetern beim Marathon, da kann man sich das schon vorstellen, dass er eine 2,40, denke ich, auf jeden Fall laufen kann. Also ja. Das ist schon klar drin. Aber ja, so ein Norseman definitiv Ziel von mir, Top 10. Mal gucken, was, also ich jedes Mal, wenn ich dieses Rulebook lese, kriege ich neue Angst und Überlegungen und dann spricht man mal mit einem und dann guckt man sich an, was irgendwie in den Rucksack rein soll und man muss die ganze Zeit mit Warnweste fahren und ach, das bedeutet noch ganz, ganz viel Vorbereitung, aber ich finde es auch richtig spannend, wieder so ein Projekt zu haben, wo ich dann auch so wirklich akribisch dran arbeite, wo man
ja, wo immer so eine kleine Beschäftigung mal ist. Man ist nicht so die, dass ich mich jeden Tag damit beschäftige, aber immer mal, wenn mir da was einfällt, dann gucke ich, welches Material, welche Übersetzung ist eventuell gut. Die erste Stunde geht ja fast nur bergauf, aber danach sind ein paar Zacken drin, aber es geht auch irgendwann immer wieder ein kleines Stückchen bergab. Deswegen sind das immer so die Überlegungen, ja, ja. Mit Scheibe, ohne Scheibe, nehme ich meine super selbstgebastelten Two-Covers aus, aus St. George oder besorge ich mir wirklich welche? Also das ist echt so lauter Fragen, die einem da aufkommen. Das finde ich nämlich auch total interessant. Ich glaube, dass es Sebastian Kien natürlich auch dafür hatte, die Erfahrung auch bewusst, dass das eben kein normaler Triathlon ist. Und das sagt er auch, dass dieses Rennen unheimlich viel von einem auch nimmt. Also einfach auch, was diese ganze Vorbereitung angeht. Du musst dir über so viele Sachen Gedanken machen und die einfach auch komplett anders sind. Also allein die Bedingungen, die da herrschen können, da kann an einem Tag wirklich alles sein. Von du brauchst alles, was du anziehen kannst, bis es werden 30 Grad, selbst erlebt und auch schon oft erzählt hier. Es ist da tatsächlich wirklich alles möglich. Und ich glaube, dafür bereit zu sein, ist halt in der Vorbereitung, das wird euch dann auch so gehen, ist ganz was anderes, als in Barcelona am Start zu gehen oder so. Ne? Und sagen, okay, auf und ab und fertig. So. Ja. Also am meisten Respekt habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen vor dem kalten Schwimmen, aber das ist ja nur so eine Sache, die ich dann ab Ende März dann hier testen kann. Absolut. Also mal gucken, dick anziehen. Aber ja, du hast dir da auch drei Ziele aufgeschrieben. Ja, genau, komm, wir machen das abwechselnd. Genau, ich bin, wir sind gar nicht so weit, also wir sind sehr weit auseinander, absolut gesehen, aber relativ sind wir nah beieinander. Ja, Norseman wäre natürlich auch mein Ziel gewesen, aber ich habe leider keinen Startplatz. Muss ich weiter darauf warten? Auch da, kurze Anekdote dazu, ich habe ein bisschen in die Kommentare reingeguckt und da hat tatsächlich auch irgendjemand gesagt, hat sich tatsächlich jemand erdreistet, muss ich sagen, so nach dem Motto, oh, ich warte hier schon so lange auf meinen Startplatz und so, ne, und natürlich gibt es eine gewisse Anzahl an Slots für Menschen, die besonders schnell sind, darunter Sebastian Kienle, darunter auch du, die einfach das schon nachgewiesen haben. Und da sagt der Veranstalter natürlich, hey, wir wollen hier Publicity, wir wollen schnelle Leute hier haben. Da muss man einfach auch als Athlet, wie ich ja jetzt auch darauf warten muss, irgendwie auch Verständnis für haben, dass das einfach was anderes ist. Es ist ja bei jedem Ironman auch so, dass es ein Profifeld und ein Age-Grouper-Feld gibt. Dann ist das hier jetzt halt auch so. Wobei, ich weiß gar nicht genau, ob ich in dem gleichen Ranking war wie Kienle oder das so. Das weiß ich auch nicht. Genau, ich glaube es eher nicht, weil so wie ich es verstanden habe in diesem ganzen Anmeldeprozess ist es so, dass es auch für diejenigen, die unter 8 Stunden 45 ihre Langdistanz schon mal gefinisht haben, das muss man dann auch nachweisen. Es gibt halt für die Männer 8,45, für die Frauen, glaube ich, unter 10 Stunden oder unter 9,45, das weiß ich gar nicht ganz genau, kann man sich halt extra anmelden. Und ich hatte es so verstanden, dass es dann extra Lostopf für diejenigen gibt, natürlich dann halt nicht mit 250 Ziehungen, ja, aber halt mit einem Ticken weniger. Auch wirklich. Gibt halt auch weniger, die sich dafür wahrscheinlich anmelden, weil es nicht ganz so viele gibt, die unter 8,45 laufen. Aber da hatte ich natürlich Glück, dass ich das jetzt aus den letzten 3 Jahren oder bei mir nur aus den letzten 2 Jahren nachweisen konnte. Ja, du bist der Norweger-Style, gleich Vollgas rein. Genau, das habe ich schon mal gleich. Aber mit dem ersten Ziel bei dir ist es ja so, dass du eventuell dann nächstes Jahr auch die Karte ziehen kannst. Also mit einer neuen, wenn ich hier gucke, neue PB auf der Langdistanz. Ja, das wird nicht funktionieren. Das hängt mit der Art meines Ziels zusammen. Ne? Ich habe mich nämlich auch, eins meiner Ziele, die ich da genannt habe, ist halt, ich möchte einen neuen, das hört sich sehr albern an, das ist auch wirklich mit einem Augenzwinkern, weil meine PB auf der Langdistanz ist so schlecht, dass es kein, also wenn man jetzt mal die reine Zeit nimmt, dass es eigentlich, albern klingt, aber nein, der Hintergrund ist, ich war extrem happy mit meinem Tag in Hamburg letztes Jahr. Das war ein Triathlon-Tag, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Das Einzige, was mich im Nachhinein so ein bisschen fuchst und ärgert, ist, dass ich meine Ernährung nicht so hinbekommen habe, wie ich das mir gewünscht habe. Ich glaube, es mittlerweile erkannt zu haben, dass es auf zu wenig Salz hinausgelaufen ist. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich den Lauf nicht so machen konnte, wie ich glaube ich dazu in der Lage gewesen wäre, wenn ich das richtig gemacht hätte. Und um das rauszufinden, so habe ich es auch geschrieben, ich hätte jetzt auch einfach schreiben können, Ernährung in den Griff bekommen, wäre aber langweilig gewesen. Ich glaube aber, es ist Ernährung in den Griff
bekommen. Und wenn das passiert, werde ich meine Zeit verbessern. Aber ich habe mir was Besonderes dafür ausgedacht. Ich möchte das nicht in diesem Jahr nicht bei einer großen Veranstaltung machen, sondern ich werde tatsächlich inspiriert von Alan Hofter, der mir das erzählt hat, dass er das jetzt im Winter machen wird, einfach eine Langdistanz vor seiner Haustür machen wird. Der wohnt direkt am Wasser. Das ist bei ihm natürlich noch eine Stufe irrer. Der wird halt jetzt in wenige Grad kaltem Wasser schwimmen, mit Spikes Radfahren und dann nachher einen Marathon im Schnee laufen. Ganz so mache ich es nicht. Ich werde mir noch ein bisschen Zeit geben, bis das Wetter hier besser ist, aber werde tatsächlich so eine Do-it-yourself-Langdistanz vor meiner Haustür machen und da aber versuchen, dann das so schnell wie möglich zu machen und einfach eine neue Bestzeit für mich hinzulegen. Oder sagen wir, meine Ernährung in den Griff zu kriegen. Hast du schon einen Streckenplan dafür gemacht? Ich bin dabei. Ich bin ja jetzt dann auch Renndirektor. Und also wir sind da noch so, wie es dann so öfter heißt, wir sind da über die endgültigen Strecken, sind wir noch in Gesprächen, aber es wird spektakulär. Okay, also Genehmigung noch nicht eingeholt. Die Genehmigung habe ich nicht, werde ich nicht einholen. Nein, ist natürlich alles höchst inoffiziell. Und deswegen, es wird quasi wie eine Trainingseinheit. Aber ich werde mir da schon schöne Strecken raussuchen. Ist wunderbar. Jedes Mal, wenn ich da trainiere in der wunderschönen Wesermarsch, denke ich mir, warum gibt es hier eigentlich keinen Triathlon? Aber jetzt mache ich ihn ja selbst. Musst du die Strecke so wählen, dass du keine Ampel im Weg hast. Absolut, keine Ampeln, bester Asphalt, Wind ist ein Riesenthema. Das werde ich auf jeden Fall im Blick haben müssen, wann ich den von wo bekomme und so weiter. Und da sind ja viel zu organisieren und auch viel zu planen natürlich. Aber da freue ich mich sehr drauf, auf jeden Fall. Das wird mein großes Projekt für die erste Jahreshälfte. Ja. Bin gespannt. Ja, bei dir geht es ja nicht unambitioniert weiter. Die Challenge Rot steht auf deinem Programm. Challenge Rot, an zweiter Stelle. Genau, und in Klammern habe ich dahinter, falls du das vergisst zu sagen gleich, 8,25 oder schneller. ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass ich in Hamburg echt einfach schnell war, schwebt es so ein bisschen wie so eine Eintagsfliege über einem, dass das vielleicht nur so einmal geschafft wurde. Ja. Deshalb ist es so. noch kann ich mir davon zehren und mich bei anderen Wettkämpfen dafür in einen besseren Lostopf werfen. Aber das ist definitiv ein Ziel, dass ich schaffe, so auf dem Stand zu sein, dass ich 8,25 oder schneller unterwegs bin. Auch mit dem Gedanken, wenn du da einmal reingelesen hast. Habe ich. Genau, dass es eben so ist, dass ich da ein Wörtchen im Hamburger Dunstkreis oder im nordischen Dunstkreis mitspielen möchte. Also es gibt da auf jeden Fall ein, zwei Athleten, Fritz Ferner, der letztes Jahr mit einer überragenden Zeit da gewonnen hat, Alexander Siegmund wird auch mit dabei sein und es werden sicherlich auch noch ein, zwei andere Schnelle von irgendwo anders kommen, aber mein Ziel ist es schon, dass ich da, gerade weil es auch vom Rennen her ja ähnlich ist wie auf Hawaii, dass alle Schnellen, die sich höchstwahrscheinlich für eine Sub-9 angemeldet haben oder in diesem Sub-9-Club sind, den es eben bei der Challenge Rot gibt, gemeinsam starten, entwickelt sich halt einfach schon mal ein anderes Rennen, weil eventuell auch so kleine Gruppen sich im Age-Group-Bereich bilden, mit denen man dann irgendwie gemeinsam Rad fahren kann. Und von daher ist es das auf jeden Fall das Ziel und ich denke, wenn ich da irgendwie so in den Bereich komme, wird es auf jeden Fall auch vielleicht was mit dem Podium werden, aber das ist so das Ziel, wo ich auch zeigen möchte, okay, ich bin fit für den Norseman, weil die Challenge Rot ist einen knappen Monat vorher, das ist auf jeden Fall so das Ziel. Was glaubst du, du hast ja natürlich jetzt Rot noch nicht gemacht, aber welche Strecke ist schneller? Deine Hamburg-Strecke, die du damals gemacht hast, oder Rot? Kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Bedingungen an. Also für mich war Hamburg echt irgendwie ziemlich gut dadurch, dass es nicht so heiß war. Bin ich ziemlich gut durchgekommen, wenn ich davon ausgehe, dass Rot so wird wie in den letzten Jahren, dass da richtig heiß wird. Ja, wie es da mal heißt. Ja. Könnte es für mich so sein, dass es, denke ich, ein Ticken schwieriger wird. Merkwürdigerweise ist natürlich die Radstrecke in Rot dann trotz der Höhenmeter immer sehr schnell. Also wenn ich es da schaffe, annähernd so schnell zu fahren wie in Hamburg, wäre das gut. Aber ich glaube, so gefühlt würde ich sagen, ist Rot für mich ein Ticken langsamer. Aus irgendeinem Grund. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, aber so Gefühl, also ich meine 4:11 bin ich jetzt in Hamburg gefahren, das fand ich auch für die Hamburger Strecke und an den Tag irgendwie extrem schnell, auch wenn ich es jetzt immer nochmal
Revue passieren lasse. Ich meine, es waren 3 Runden. Erste Runde war leer, zweite, dritte war wirklich voll. Ja. Gerade diese 10 Kilometer aus der Stadt und wieder in die Stadt rein, hatte man irgendwie so die Bahnschienen, enge Kurven, die rutschig waren, Kopfsteinpflaster, ja, alles Mögliche. Von daher, aber ich werde alles tun, dass es von der Radstrecke, ja, genauso. Interessanterweise, ne, in Rot ist, ich meine, das ist ja jetzt, ist ja, zeigen ja einfach die Zeiten immer, dass es auch sehr, sehr schnell sein kann, aber es geht halt viel auch bergauf. Es geht halt aber auch oft richtig lang und richtig schön lang gestreckt bergab, und wer da richtig drauf drücken kann, der kann da halt unfassbar viel rausholen, offensichtlich. Es gibt, ja, glaube ich, nur eine Kurve, auf die man aufpassen muss. Frag mal Herrn Frodeno. Genau, aber sonst natürlich, ne, Abfahrten, die richtig lang gestreckt sind, wo man schön drücken kann, wie zum Beispiel auch in St. George, war das ja ähnlich, dass da die Abfahrten einfach wirklich richtig, richtig Spaß gemacht haben, weil man da gedrückt hat und extrem viel Geschwindigkeit mitgenommen hat, ohne dass man da irgendwie groß technisch fahren musste. Das ist so eine Sache, auf die ich mich auf jeden Fall freue. Das wird schon ziemlich cool werden. Ja, dann haben wir quasi ein mehr oder weniger gemeinsames Ziel. Du hast es neu im Bestwert genannt. Ich will, und hier ist etwas offen gelassen und hast gesagt, irgendwie so, wo auch immer der zustande kommt. Genau, bei 3 Disziplinen habe ich die Auswahl, aber du hast dich festgelegt, dass dieses Jahr unbedingt eine Schallmauer fallen soll. Ja, unbedingt ist eine gute Frage. Es ist mein All-Time-Favorite, 5 Kilometer unter 20 Minuten. Ich schaffe es einfach nicht mehr, muss ich sagen. Ich bin neulich durch Zufall mal darauf gestoßen, dass ich bei meinem jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob es der Eingangs- oder der Ausgangs-, es muss der Ausgangstest gewesen sein, bei der Bundeswehr, im Wehrdienst, also als junger Bengel, habe ich tatsächlich einmal 1955 oder so da stehen gehabt. Und ich habe seitdem mehrfach versucht und bin, ich könnte auch gar nicht sagen, woher diese Faszination, man könnte fast sagen Besessenheit kommt, dass ich das unbedingt noch schaffen will. Es wird ja auch nicht einfacher mit den Jahren. Aber im letzten Jahr war ich auf 1 Minute, das müsste jetzt nochmal, steht im Heft, irgendwie 1,20 oder war so. War das nicht mit Gegenwind oder so? Nee, das nicht? Nee, es war auf einer relativ profilierten Strecke, auch nicht mit best, also ne, auch nicht keine perfekten Bedingungen. Ja, bin ich nah rangekommen. Und ich habe es aber, ich mag das noch nicht aufgeben. Deswegen habe ich es auch in diesem Jahr wieder ausgeworfen, das Ziel. Und ich werde es auch dann nochmal versuchen, das auch wirklich nochmal gezielt anzugehen. Und mal gucken. Also. Den will ich irgendwann. Und dann kann ich beruhigt in 5 Kilometer Rente gehen. Ja, das glaubst du. Dann, wenn du dann irgendwie eine 19.03 läufst oder das so. Das ist dann vollkommen, ja. Da mache ich mir keine Illusion. Das wird ganz knapp. Das ist eine hohe 19. Und dann ist auch schon scheißegal. Weißt du, ob da 19.58 oder 48 steht oder so. Das ist mir wurscht. Das ist egal. Ja, genau. Ich habe es ähnlich. Ein neuer Bestwert definiert. Bei 3 Disziplinen habe ich da auf jeden Fall irgendwo was zum aussuchen. Am liebsten würde ich, glaube ich, den Schwimmwert nehmen, wenn ich da schaffe, irgendwie die 3,8 schneller als so eine, also mein Bestwert ist vom Ironman Hamburg, sonst bin ich nie irgendwie mal dahin gekommen, dass ich da richtig schnell schwimme, aber mit der Schwimmperformance aus Hawaii, oder damit war ich schon sehr zufrieden, beides mal so eine 1,01 beim Hoala Swim und beim Ironman dann. Und in Hamburg war ich bei einer 59 oder 58 oder so, also so ganz knapp unter die Stunde gerettet. Das finde ich schon cool, wenn ich das schaffen würde. Da würde ich mich schon sehr freuen. Radfahren wird anstrengend. Also da, ich finde es dann auch immer so Werte. Ich kenne das auch noch vom Rudern. Irgendwann ist dann in so Bereichen drin, das ist wirklich so, so schwer. Da, also das ist dann ja nicht nur die Leistung, die man erbringen muss, sondern auch so hart von der mentalen Sache, dass man da alles auf den Punkt haben muss und da nicht einmal zucken darf. Von daher beim Radfahren hoffe ich, dass ich irgendwie an die Werte rankomme. Ob es ein Bestwert wird, kann ich jetzt nicht so unbedingt versprechen. Und es ist natürlich auch immer nochmal so die Sache, sich für so einen FDP-Test da irgendwie zu motivieren. Dann vielleicht lieber die 180 Kilometer in Rot in 4:10. Dann bin ich da nochmal knapp unter einer Minute schneller als in Hamburg. Das wäre vielleicht noch sowas, aber so ein FDP-Test, das ist schon. Das ist hartes Brot. Das steht bald wieder an. Ja. 15. Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich freue mich eher so ein bisschen auf die beiden Zeitfahr-Events, die geplant sind. Das ist so, da liebäugel ich mit. Sehr gut.
da wird es noch ein bisschen zur Sache gehen. Ja, genau. Jetzt machen wir es noch komplett. Mein letztes Ziel, was ich noch stand, ist eigentlich kein Ziel. Das habe ich auch so geschrieben. Motivationstrainer würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil man sich das nicht wirklich vornehmen kann. Aber ich möchte so, so gerne dieses Jahr auf ein Altersklassenpodium kommen. Bei welchem Rennen auch immer. Das muss ich ja auch nochmal sagen. Und ich weiß natürlich auch, das hängt natürlich nicht von mir alleine ab. Ich kann immer nur meine beste Leistung bringen, die ich bringen kann. Und dann hängt es natürlich davon ab, wer da sonst noch so am Start ist. Ist mir schon bewusst. Ist schon klar. Aber ich war ein paar Mal so in der Nähe und ich finde, das ist ein schöner Gedanke, der mich im Training motivieren kann. Zu sagen, irgendwie so, ja, das sich vorzustellen, finde ich schon ganz gut. Mag für den einen oder anderen ein seltsames Ziel sein, aber sagen wir einen Wunsch. Nennen wir es einen Wunsch. Dann kann ich auch mit dem Wunsch enden. Das ist auch kein richtiges Ziel. Ich hatte 4 aufgeschrieben, aber überhaupt eins der 3 vorher genannten Ziele irgendwie zu erreichen, ist es für mich so ganz wichtig, da verletzungsfrei durchzukommen. Gerade im letzten Jahr und jetzt immer noch so ein bisschen mit dem Fuß, ist es halt echt so eine Sache, die einem dann so am komplett konstanten Training hindert. Auch wenn es Fahrradfahren und Schwimmen echt Spaß macht, fehlt da irgendwie immer noch eine Sache. Und deshalb ist das für mich so ganz wichtig, dass wenn da alles wieder so im Griff ist, dass ich da hinkomme, dass ich sagen kann, okay, die Saison konnte ich echt richtig konstant durchtrainieren oder durchziehen, dass man da auch in den anderen Zielen und Hoffnungen keine Abstriche machen muss. Das ist schon ein richtig großes Ding. Aber wenn man dann bei Verletzungen ist, dann können wir da auch richtig gut die Überleitung kriegen. Jemand, der oft verletzt ist oder in den letzten Jahren immer mit Verletzungen geplagt war, ist Justus Nieschlag, der auch jetzt vielleicht so ein bisschen die Auswirkung davon mitbekommen hat, wenn man ganz lange verletzt ist und viele junge Talente und auch einfach ein richtig guter Kader im Hintergrund ist, die Druck machen, dass dann eventuell dem Verband da die Hände gebunden sind, um weiterhin in der Förderung zu bleiben. Und somit wurde jetzt gerade erst von der DTU die Kaderliste bekannt gegeben, wo eben der prominente Name Justus Nieschlag nicht mehr draufsteht. Ja, war so ein bisschen ein Schockmoment, fand ich letzte Woche so, als die Nachricht kam. Justus Nieschlag wusste es auch schon länger, passender oder prickelnderweise hat er es einen Tag vor Heiligabend offenbart bekommen, dass er keinen Kaderstatus mehr haben wird. Und das bedeutet quasi, so hat er es auch geschrieben, von der höchsten möglichen Förderstufe, die es gibt, zu nix. Und das wurde ihm verkündet. Ja, da muss man erstmal so ein bisschen, so ging es mir so, erstmal ein bisschen durchatmen, erstmal überlegen, was bedeutet das irgendwie so, was bedeutet das für ihn, was bedeutet das für ein Triathlon. Der Aufschrei war natürlich auch gleich relativ groß, wie kann man nur und wie kann die DTU so dumm sein und so, als was man in verschiedenen Foren gelesen hat. Wenn man sich beide Seiten anhört, ist es natürlich auch so, die DTU begründet es wirklich nüchtern, so nüchtern, wie man es nur begründen kann. Es gibt Nominierungskriterien, um eben eine Förderung zu bekommen. Und Justus Nieschlag hat diese Förderkriterien nicht erfüllt, weil er einfach das ganze Jahr über oder für die ganze komplette zweite, nicht das ganze Jahr über, sondern für die zweite Jahreshälfte verletzt war, keine Rennen machen konnte und darüber eben diese Plätze nicht erreichen konnte. Und das Problem, vor dem jetzt die DTU stand, war, dass es so viele Athleten gibt, die diese Kriterien erfüllt haben, dass, so sagen sie, keine Ausnahmegenehmigung für wen auch immer, wie prominent der Name auch sein mag, da mehr möglich sind. Also wäre der Kader nicht ausgeschöpft gewesen und hätte es nur eine Handvoll oder weniger oder wie auch immer, also nicht der ausgeschöpfte Kader von 30 Leuten da gewesen, die die Kriterien nicht dafür erfüllt, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn nicht genug Leute da gewesen wären, die Kriterien erfüllen, dann hätte man darüber diskutieren können, ob, auch mit dem DOSB, ob es eine Einzelfallentscheidung hätte geben können. Der Kader ist aber so groß, dass es ausgeschöpft ist und dann sind diese Entscheidungen nicht möglich, sagt die DTU. Hartes Brot. Hartes Brot für einen Athleten, der ja im olympischen Bereich ist und wo auch aus meiner Sicht eigentlich immer nur in 4 Jahreszyklen gedacht wird oder gerechnet wird.
ist es auf jeden Fall ein richtig harter Rückschlag, zumal wenn man sich die erste Jahreshälfte anguckt von Justus Nieschlag, also ab Juni war er halt verletzt, konnte keine Rennen machen, aber in der ersten Jahreshälfte einer der besten bei den Arena Games überhaupt, LXG geschlagen, am Ende Vize-Weltmeister geworden, vielleicht, wenn da der Modus anders gewesen wäre, jetzt vielleicht sogar noch ein Treppchen weiter nach oben gekonnt, dann eben mit der Mitteldistanz, wo er wirklich hat aufhorchen lassen. Im Kraichgau, ja. Im Kraichgau, als er vor Frederik Funk und Ruben Zipunke gewonnen hat. Aber ja, was bedeutet das für so einen Athleten? Erstmal das Ziel Paris, was jetzt im nächsten Jahr ist, rückt eigentlich so gut wie in komplett weite Ferne. Man hat natürlich die Chance, irgendwie zu versuchen, das alles auf eigene Leistung hinzukriegen. Da muss man beim Triathlon ja auch schon nochmal so ein bisschen auf den Verband hoffen, dass man da irgendwie die Meldeplätze bekommt, um ja, da eben auch eben die gewissen Punkte zu sammeln. Also da wird es schon mal richtig schwer. Und was es dann auch noch für ihn bedeutet, ist natürlich, oder für einen Athleten, der rausfällt, darf man die Trainingsstätten weiterhin benutzen. Wer am Olympiastützpunkt wohnt oder am Olympiastützpunkt trainiert und da erstmal aus dem Kader rausfliegt, ist natürlich normalerweise nicht berechtigt, da zu trainieren. Das ist dann auch immer wieder eine Absprache mit den jeweiligen Stützpunktleiterinnen oder so. Das ist natürlich ein richtig harter Schlag. Und je nachdem, welche Förderung da eben noch dahinter stand, ist das auch eine Sache, die eben komplett wegbricht. Also wenn man da irgendwie von der Sporthilfe oder von der Bundeswehr gefördert wurde, sind das Sachen, die komplett wegbrechen, sodass er ja richtig, richtig hart aufschlägt, da erstmal ist und sich, glaube ich, auch selber erstmal sortieren musste. Ja. Das Gute ist natürlich, dass es im Triathlon eben mit der Mitteldistanz und der Langdistanz auch noch Ausweichmöglichkeiten gibt, aber bedeutet natürlich, dass er da jetzt seinen 4-Jahres-Zyklus, den er, oder in dem Sinne 3 Jahre, wenn man Tokio nimmt, was ja um 1 Jahr verschoben wurde, bedenkt, ist es ja eine komplett neue Zielausrichtung. Ja, vielleicht bevor wir darauf kommen, eben was, welche Möglichkeiten er jetzt hat und welche Aussichten da auf ihn warten. Interessanterweise haben wir uns im Vorfeld da schon drüber unterhalten, im Hinblick auf die Geschichte, die Simon Müller geschrieben hat für uns, für die Triathlon 207, indem er auf den Nachwuchs geguckt hat. Also wirklich so, wer sind die Namen, die jetzt in den nächsten Jahren eine Rolle spielen sollten? Und ich habe da tatsächlich beim Lesen der Geschichte gedacht, so da ging es dann nicht mehr um Paris, sondern es geht um LA und es geht um Brisbane. Und das sind Zyklen, das sind so 4 Jahre, dem sich junge Menschen jetzt stellen müssen, die sagen, das ist ein Kandidat für Brisbane. Da würde ich so, mein Gefühl sagte mir so, ich konnte gar nicht, ich kann gar nicht so weit denken, dass ich sage irgendwie so, ich könnte mich nicht auf sowas einstellen, wo ich Jahre, viele, viele Jahre nach vorne gucken müsste und darauf quasi jetzt meine Motivation daraus zielen, dass das irgendwann passiert. Und da haben wir jetzt drüber gehalten, weil du kennst ja dieses Kadersystem vom Rudern. Wie macht man das? Wie kommt man in die Lage zu sagen, irgendwie, ich plane 8 Jahre im Voraus? Gut, 8 Jahre waren es bei mir auch nie, aber da waren es auch 4 Jahre. Es war so, ich hatte mich auch in den Altersklassen eben für die Nationalmannschaft qualifiziert. Und da sind halt auch die aus dem Artikel von Simon drin, dass wenn man es da halt erstmal rein geschafft hat, dann denkt man nicht irgendwie nur von Jahr zu Jahr, sondern es ist auf jeden Fall ein langfristiges Ziel. Also jedes Jahr sind irgendwie die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften oder je nachdem, in welcher Sportart man sich befindet, wechseln sich Europameisterschaft und Weltmeisterschaft ab. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, eigentlich wie so ein Marathon. Also das große Ziel sind die Olympischen Spiele, da will ich definitiv hin. Und was muss ich auf diesem Weg machen, bis ich zu diesen Olympischen Spielen komme? Und es ist einfach so, dass ich mich in der Mannschaft zeigen muss, ich muss die Punkte sammeln, mich in die Position bringen und dafür ist jedes einzelne Jahr notwendig, um eben am Ende wirklich dieses große Ziel zu haben. Und ich glaube, wenn man sich eben nicht dahinsetzt und sagt, ich möchte bei den Olympischen Spielen sein, kann es einfach sein, dass man gewisse Steine auf dem Weg bis dahin, die nötig sind, umzudrehen, dass die einfach verloren gehen. Und deshalb ist es so ganz wichtig, dass eben auch schon jüngere Athletinnen sich da hinsetzen und dieses große Ziel haben und eben in 4 oder 8 Jahren denken. Ja. Um das wirklich zu schaffen. Also das ist sehr anschaulich erklärt. Also ja, habe ich nicht gesehen. Ich habe tatsächlich den Marathon, den alten Fehler gemacht und die ganze Strecke vor mir gesehen. Ja, ja. Ja. Also klar, es gehört extrem viel dazu. Je nachdem, ob man eben Einzelsportler ist oder Mannschaftssportler, man muss die Weichen früh stellen, damit es dahin kommt.
Das ist ja auch so dieses ganze Stützpunktsystem, an welchen Stützpunkt zum Beispiel ziehe ich oder gehe ich, habe ich da die gewisse Förderung, die ich haben möchte, welcher Trainingsgruppe wohne ich bei, und das sind so viele Fragen auf dem Weg dahin, um die perfekte Leistungsentwicklung zu haben, aber eben immer mit dem Ziel, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Und ich glaube, dann reduziert sich so 2 Jahre, 4 Jahre, 8 Jahre. Schneller vorbei. Also wenn man sich überlegt, die Olympischen Spiele in Tokio waren erst gerade, so gefühlt. Und jetzt stehen wir schon wieder vor den Olympischen Spielen. Also wir haben dieses Jahr so mit dem vorolympischen Jahr so fast das wichtigste Jahr in allen Sportarten, um überhaupt dann eine Mannschaft oder weiß ich wen da überhaupt zu qualifizieren. Von daher ist es jetzt eigentlich schon mit die heißeste Phase und mit der schlechteste Zeitpunkt, dann eben nicht mehr dabei zu sein. Ja, das ist so. Und bei Justus Nieschlag war es tatsächlich so, dass man ja auch schon öfter gedacht hat, wenn man darüber nachgedacht hat, wer können die Leute sein, die einem Jan Frodeno zum Beispiel folgen, der das Kurzdistanz-Ding irgendwann den Gruß gemacht hat, sich verabschiedet hat und gesagt hat, so, das war's jetzt für mich. Nächste Stufe, Ironman, Mitteldistanz. Er hat ja beides gemacht, hat ja alles eingesammelt. Und da hat man ja auch bei Justus Nieschlag dann immer schon gesagt, irgendwie so, wäre der einer der Kandidaten. Aber er hat ja immer beharrlich gesagt, nein, ist jetzt noch nicht geplant, ne, dass ich, mein Fokus ist Paris und so weiter. Jetzt wurde ihm die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen. Ne? Jetzt steht die Mitteldistanz als neues Ziel da. Er wird 31, ist im Prinzip immer noch, also er hat zwar auch mit Jüngeren zu tun, aber er ist da im besten Alter und hat ja nicht viele Ausflüge gemacht auf die Mitteldistanz, aber wenn, dann war es siegreich. Und das wird, glaube ich, unheimlich spannend. Also wenn man sagt, also wenn man es so aus deutscher Sicht sagt und die deutsche Brille auf hat, dann kann man sagen, ja, in der Mitteldistanzszene ist auf jeden Fall ein Siegkandidat dazugekommen. Da ist noch mehr Druck auf dem Kessel. Also, interessanterweise. Aber Frederik Funk zum Beispiel hat runter kommentiert, unter den Post damals auf Instagram hat er geschrieben, ciao zu dem Saftladen, jetzt geht's richtig ab. Ja. Also der scheint sich auf jeden Fall, um die Präsenz von Justus Nieschlag da, scheint er sich drüber zu freuen auf jeden Fall. Keiner, der sich verstecken muss, hat ja auch einen Trainer im Hintergrund, der da richtig gute Erfahrungen hat auf der Dan Laurent, genau. Also da er muss sich, glaube ich, überhaupt nicht verstecken. Vielleicht kommt es ihm sogar zugute, weil das Training insgesamt ja weniger Impact hat, weil die Geschwindigkeiten geringer sind, in denen trainiert wird, was so die Sprintdistanzen angeht und alles, ist da ja schon extrem hoher Impact auf den Körper für im muskuloskeletalen Bereich. Also da kann es ihm eventuell verletzungsbedingt sogar zugutekommen. Käme drauf an, aber er ist natürlich ein Verletzungskandidat, das muss man schon auch sagen, hat schon öfter auch damit zu kämpfen gehabt. Aber die Wettkämpfe sind auch meistens mit einem größeren Zeitraum dazwischen oder ihm fällt es vielleicht leichter, das zu planen, je nachdem, welche Ausrichtung er hat, ob er da auch den Sprung auf die PTO-Tour schafft oder nicht. Da wäre er ja darauf angewiesen, dass er eingeladen wird, also ich glaube, da kann er im Moment noch nicht so große Sprüche machen, aber ich glaube, die PTO könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich es wirklich weiß, es nicht, aber die suchen natürlich nach solchen Leuten. Ein oder, ist ja klar. Also es gibt bestimmt 1 oder 2 Rennen, wo eine Einladung kommen könnte, die auch eventuell vom Ausrichtungsplatz eben so ist, dass da ein Athlet wie Justus eingeladen wird. Das sind auf jeden Fall jetzt so Sachen, mit denen er sich beschäftigen muss, die da komplett neu auf ihn zukommen. Und wir müssen gar nicht mehr so lange warten, denn sein Debüt in diesem Jahr gibt er beim 73 Lanzarote, im März ist das, glaube ich, am 18. meine ich, habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Also es ist gar nicht mehr so lange hin und sein Auftritt im Kraichgau war ja auch wieder so einer, wo er, glaube ich, auch selber gesehen hat, dass es einfach auch ein Sieg bei einem 73, bei einem prestigereichen Rennen auf der Mitteldistanz, einfach die Aufmerksamkeit viel, viel höher ist als für einen 7. oder 8. Platz in der WTCS, was natürlich sportlich ein Riesending ist, da unter die Top 10 zu kommen. Aber ja, das wissen wir, da guckt man natürlich drauf, wer hat gewonnen, ne? Wer sind die Führenden, wer sind da die Leute, wer hat Chancen auf den Olympiasieg. Und wenn du nur ganz knapp dahinter bist, bist du eigentlich schon irgendwo so einer von vielen da, auf den ich so bitter es ist. Und
ja, so ein Sieg in Kraichgau ist halt dann schon auch was wert. Es ist, glaube ich, auch für einen Athleten selber oder wenn man in so einer, ja, nicht Spirale ist, aber wenn man da eben mit drin ist, ist es natürlich auch immer eine Frage, wie committe ich mich? Kann ich damit wirklich jetzt abschließen? Also es sind ja wirklich zwei Welten, diese Kurzdistanz, Sprintdistanz, olympische Richtung Mitteldistanz. Ja, für das, was ich die ganze oder mein ganzes sportliches Leben für gelebt hat, kann ich das jetzt einfach so hinter mir lassen und mit was Neuem anfangen. Das ist natürlich eine richtig, richtig harte Entscheidung, wo du gesagt hast, die wurde ihm jetzt so ein bisschen abgenommen. Vielleicht ist es auch sogar gut, dass ihm die in die Richtung so abgenommen wurde, weil wir dann eben mehr Action von ihm auf der Mittel- oder eventuell dann sogar einen Ausflug auf die Langdistanz sehen. Aber das ist vielleicht noch ein Ticken weiter weg. Zukunftsmusik, ja. Aber das ist auf jeden Fall ja ein weiterer Baustein für die Saison, der auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist aus unserer Sicht. Ja, und die PTO haben wir angesprochen, vielleicht gucken wir gleich einfach mal drauf. Es zieht sich, muss man sagen, mit der Ankündigung, mit der Verkündung der Rennen und der Rennorte, aber immerhin wissen wir mittlerweile von zwei Rennen der PTO-Tour, wo sie stattfinden und wann sie stattfinden. So ist es. US Open werden so aktuell die zweiten, die uns verkündet worden sind, aber die aktuell als erstes stattfinden, genau, 4. und 5. August. Und dann gibt es noch die Asian Open am 19. und 20. August, also ein paar Wochen später dann einmal aus den USA nach Asien rüber. Und da fehlen wahrscheinlich noch ein, zwei Rennen, so wie sich es aktuell anhört. Ja, auf jeden Fall. Also wir warten ja immer noch auf die angekündigten European Open, wir warten noch auf den Collins Cup. Das sind natürlich auch Rennen der Serie, die neben den Asian Open, du hast es angesprochen, Singapur und eben den US Open in Milwaukee, dann natürlich, wo auch die Profis drauf gucken werden, ne? Weil ich meine, das sind natürlich die Rennen, wo die Kohle sitzt. Wobei, wenn du sagst, dass die Profis drauf gucken, da gibt es dann schon mal gleich paar Probleme, paar terminliche Probleme, ja, wenn man sich die Asian Open anguckt. Weil gleichzeitig zu den Asian Open ist das Test-Event für die Olympischen Spiele in Paris. Ja. Also da gibt es ja definitiv. Wobei, das haben ja Christian Blumfeld und Gustav Iden schon gesagt, es ist nicht derselbe Tag. Also mit und ich glaube, die meinen das wirklich ernst. Ich habe letzte Woche mit Frank ja schon drüber gesprochen. Ich glaube, die denken tatsächlich drüber nach, beides zu machen. Also einfach zu jetten und zu sagen, komm, back to back und gleich wieder rein und gleich wieder in die Schuhe und gucken, ob man das auch noch irgendwie unterbringen kann. Gut, so ein Test-Event bedeutet ja nicht, dass man jetzt unbedingt gewinnen muss, sondern da eher auch so. Ich glaube, die Norweger müssen immer und überall gewinnen, wo sie an den Start gehen. Ja, aber dass man da auf jeden Fall auch erstmal weiß, wie da eventuell das Ponton in der Seine schwimmt, etc., das yeah, ist, wie der Radkurs ist. Aber ja, auch mit einer Woche später oder nach den Asian Open, eine Woche später ist dann die 73 WM in Lahti. Also wer da richtig Ambitionen hat, muss sich natürlich auch zweimal überlegen, ob beide Rennen gemacht werden oder ob man überhaupt die Chance hat, bei der PTO-Tour eben dabei zu sein, wie eben bei Justus angesprochen. Das sind so Fragezeichen, die da wirklich ganz groß sind, eben auch bei Mika Not und Frederik Funk, die beide angegeben haben, dass sie als Ziel die 73-WM haben, aber eben auch bei der PTO-Tour aufs Podium, ja, kommen wollen, ist es natürlich auch jetzt so, ja, mit einem Fragezeichen versehen, ob die WM dann so die Priorität hat oder ob dann lieber die PTO-Rennen im Vordergrund stehen. Das wird dann wirklich spannend. Hier schon oft diskutiert. Wir werden es dann sehen, wenn wir die Startlisten sehen. Ja, aber trotzdem interessante, ja, ganz unterschiedliche Rennen. Ne? Das Stadtrennen in Singapur, was ja komplett neu gestampft wird, wo auch die Rennstrecken noch nicht richtig feststellen. Die US Open hingegen werden eingegliedert in ein riesiges Triathlon-Event, was es schon gibt in Milwaukee. Mehrere tausend Leute schon angemeldet für die Age-Group-Rennen und so weiter. Bin sehr gespannt. Also das spricht schon mal auf jeden Fall dafür, dass wir vielleicht eine andere Atmosphäre sehen werden als im vergangenen Jahr bei den US Open oder auch bei den Canadian Open.
Denn ich glaube, da wird schon einiges an Enthusiasmus dahinter sein. Und die Leute sind auf jeden Fall schon mal da. Ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn man sich die US Open und die Canadian Open letztes Jahr angeguckt hat, war das natürlich so für den Betrachter so ein bisschen schade. Da ist vielleicht so der Schritt, den die PTO jetzt geht, dass sie sich in ein Event mit eingliedern, wo schon viele Meldungen sind oder was eine gewisse Tradition hat, definitiv der richtige Weg für die Profis und auch für den Age-Group-Bereich sehe ich das halt aktuell noch so ein bisschen schwer, vielleicht für den Age-Group-Bereich noch ein bisschen mehr, weil die Profis da eventuell schon irgendwas von den Dächern läuten haben, aber so diese Saisonplanung jetzt, die ist eigentlich vorbei. Also so ein Age-Grouper muss ja auch überlegen, wann macht er Urlaub, wie kann er das legen, etc. Da kann man dann nicht einfach sagen, okay, jetzt Asian Open, ich mach mal hier jetzt 2 Wochen frei oder so. Das ist halt, finde ich, für dieses Jahr gerade für die Altersklassenathleten echt nicht günstig. Es ist eigentlich schon ein verschenktes Jahr, muss man fast sagen, irgendwie, was das angeht, weil ich glaube, auch die PTO sich da, glaube ich, mehr von erhofft hat, da auch schon weiter zu sein. Jetzt ist es, wie es ist. Ich bin trotzdem auf beide Rennen sehr gespannt, auch tatsächlich dann auf das Starterfeld. Und eben auch, ob so jemand, wir haben es eben angesprochen, wie Gustav Iden zum Beispiel, der ich glaube, ungeschlagen ist bei der PTO, meine ich, oder nahezu. Ja, genau. Wenn er am Start war, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, wenn man nicht am Start ist, kann man nichts machen. Genau, das ist die Frage. Ne? Wie viel nimmt er noch mit? Denn ich glaube, der hat schon arg die Paris-Brille auf. So, der will, das ist ihm schon sehr, sehr, sehr wichtig. Also da sein Unfinished Business da, glaube ich, fertig zu machen. Aber passend dazu, kleine Videoempfehlung, hat die PTO gerade wieder ein Porträtvideo rausgebracht, eben diesmal über Gustav Iden vor ein paar Tagen mit dem schönen Titel Winning is a Choice. Um das kurz zusammenzufassen, um was es geht in dem Video, ist halt, Gustav Iden stellt sich vor, er stellt nochmal seinen Weg zu dem Athleten, der er heute geworden ist, hin und vor eine und das Ganze, eine beispiellose Erfolgsgeschichte, die jetzt eben dazu geführt hat, dass er auf der Mittel- und auf der Langdistanz Weltmeister geworden ist bereits. Und wenn man ihn dann dabei zuhört, ist das eine logische Schlussfolgerung, denn er hält sich für den Allergrößten. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend, sich das anzugucken, und die Kommentare gehen auch durchaus in unterschiedliche Richtungen. Die einen sagen, es ist selbstbewusst, die anderen sagen, es ist arrogant. Er selber sagt von sich, ja, das ist arrogant, aber ich bin nur ehrlich. Vielleicht ist so eine Aussage arrogant, ja, aber als Athletin oder als Athlet ist es schon so, wenn du nicht diese Einstellung hast, dass du alle besiegen kannst, wenn du da schon an die Startlinie gehst und denkst, oh Mann, heute sind aber auch schon wieder 3 schneller als ich oder 3 andere, die schneller sind, dann ist es einfach ein Bereich in der Festplatte, der belegt ist. Deshalb, wenn du da wirklich rangehst und sagst hier, I am the greatest, I'm the greatest motherfucker, Daniel Beckegaard gesagt hat, so muss die Einstellung einfach sein, um in diesem Geschäft, glaube ich, irgendwie mitzuhalten. Christian Blumfeld macht es nicht anders. Und ich finde, beides sind aber Athleten. Ich hätte beide kennenlernen können im Rahmen der Swift Academy, die, wenn sie super Auftritte haben, dann trotzdem noch sehr nahbar wirken. Also Das auf jeden Fall. Es kommt jetzt eben nicht so rüber, dass sie dann ankommen und du denkst so, boah, was ist das für ein arroganter Typ, sondern er kommt da irgendwie mit seinen Badelatschen an und noch irgendwie so den Rasierschaum an den Beinen ungefähr. Yeah. Das sind so Sachen, finde ich, die macht es dann noch viel, viel sympathischer, und dann, finde ich, muss die Einstellung arrogant sein, um sowas zu erreichen. Ja, das ist eben dieser feine Unterschied. Ne? Erstens ist auch immer ein Augenzwinkern dabei. Das darf man bei ihm niemals vergessen. Auch wenn er so Sätze sagt wie, ich bin anders, weil ich smarter bin als der Rest. Darf man das Lachen, was er danach hat, darf man halt nicht wegstreichen und quasi so in Boulevardmanier schreiben. So, ne? Er denkt, er ist der Beste. Oder auch wenn er so Sachen sagt wie, wenn es darum geht, wer ist der Goat? Dann sagt er, Jan ist derjenige, der bislang am nächsten dran ist am Goat. Aber ich kann ihm hoffentlich zeigen, dass es nicht so einfach ist, diesen Titel für immer zu behalten. Hat er sich noch nicht so ganz rangetraut an das Denkmal. Hat aber auch gleich hinterher
geworfen, ich bin die Gegenwart und die Zukunft des Triathlons und ich werde nicht weggehen und weitermachen, bis ich alt bin, wie Jan. Gut, dann haben wir noch einige Jahre vor uns mit ihm. Eben, das sagt er auch. Das sagt er, er ist bereit, den zu gehen. Und er sagt, er ist nicht nur da, um Rennen zu gewinnen, sondern er ist auch da, um die Leute zu unterhalten. Und hey, okay. Es funktioniert. Kriegen sie hin. Auf jeden Fall. Also, gutes Video. Winning is a choice. Also, das erklärt er natürlich auch. Er sagt, das ist tatsächlich die Einstellung, die ihn treibt. Er sagt, ein Gewinnertyp zu sein, das ist auch das, was du gesagt hast, findet vor allen Dingen an den normalen Tagen statt, an dem die ganz, ganz gewöhnliche, langweilige Trainingstage sind. Ja, wenn du da das Ziel trotzdem vor Augen hast und sagst irgendwie so, nee, jetzt ist meine Entscheidung, heute so hart zu trainieren oder den Weg eben zu gehen und weiter zu verfolgen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was Jan Frodeno eigentlich immer sagt, so, es war jetzt lange ruhig auf meinem Instagram-Kanal, bedeutet, dass ich wieder viel trainiert habe, Richtung. So, Champions werden gemacht, wenn die meisten nicht hingucken und der Rest ist dann so das, was geerntet wird, was im dunklen Kämmerlein gesät wurde, aber ja, sich so da wirklich so zu präsentieren, das so zu sagen, PTO bringt echt guten Content in der Sache mit, muss man sagen, macht schon Spaß. Ja, es sind halt diese kleinen Geschichten, die es ja jetzt auch kurz bevor es losgeht und bevor dann auch wirklich wieder Taten folgen müssen, dann haben wir was, über was wir sprechen können. Damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder? Wir machen den Deckel drauf, so sieht's aus. Nils, halt an deinen Zielen fest. Auf jeden Fall. Also ich habe, nachdem ich mir heute dann nochmal hier Bad to the Bone, das Norseman-Video und hier noch Gustav Iden angeguckt habe, wie er im Schneegestöber den Berg hochläuft, habe ich gesagt, so, ja, ich guck gerade mal raus, ja, Wetter ist ungefähr genau so wie bei den beiden Ereignissen, aber ich habe richtig Bock gehabt zu trainieren und das werde ich jetzt auch tun. Viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.